Ja, da war schon viel los. Also das war schon nicht normal, die Situation, sondern das war halt eine ganz entscheidende Situation, die es dann am Ende zu klären gab und wo es durchaus konträre Meinungen gibt. Also meine Platzwahrnehmung war ja, dass der Torwart den Fuß wegzieht vom Stürmer. Und da hat der Videoschiedsrichter oder Videoassistent hat dann mir mitgeteilt, dass ein Wegziehen so nicht zu sehen ist. Und das hat mich dazu bewogen, dann rauszugehen, um sich diese Entscheidung nochmal genauer anzuschauen. Also er versucht natürlich, meine Wahrnehmung in den Bildern wiederzufinden. Und er hat mir mitgeteilt, dass es ein Wegziehen des Fußes nicht gibt. Und dann bin ich angehalten, rauszugehen, um sich das nochmal anzuschauen. Denn dann ergibt sich eine ganz neue Faktenlage und dann möchte ich das auch nochmal ganz neu bewerten. Ja, also natürlich ist das eine enorme Drucksituation, kann man sich gut vorstellen. Aber für mich gilt dann auch, cool zu bleiben. Also alle Emotionen auszuschalten. Heißt, alle Dinge, die auf dem Platz passieren, die Spieler kommen zu mir, sprechen mit mir. Ja, auch der Ärger, dass man wahrscheinlich eine Fehlentscheidung getroffen hat, muss man ausblenden. Und letztendlich muss ich versuchen, oder es muss mir gelingen, im Sinne des Fußballs die richtige Entscheidung dazu treffen. Also meine Haltung, ich finde erstmal gut, dass er sich auch heute stellt. Ich finde übrigens auch sehr gut gestern, dass sie sich nach dem Spiel gestellt haben, um die Sache aufzuklären für die Zuschauer. In der Vergangenheit, das wissen wir oft, wir hatten Spielszenen, wo die Schiedsrichter sich nicht gestellt haben. Das haben sie richtig gut gemacht. In dieser Szene liegt der Schiedsrichter vollkommen richtig. Also es war ja kein Wegziehen des Fußes, sondern ein Wischen. Und wenn das reichen soll für einen Elfmeter, also ich bin da total zu 100% bei dem Schiedsrichter, dass dann im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen hat. Ein bisschen immer noch das Gefühl mit durch, dass es hier wirklich um die Spielminute geht, also und um den Spielstand. Und ich frage mich, darf das entscheidend sein bei so einer Geschichte? Also wenn es 3-1 steht, dann schauen wir es uns nicht mehr an, dann ist es auch völlig wurscht. Oder wenn es in der 20. passiert. Aber nur wenn es jetzt die letzte Minute 1-1, der Kessel kocht, dann zu sagen, ja, dann machen wir 4 Minuten Videobeweis. Das ist für mich in dem Moment. Hast du ihn halt, so verstanden? Nee, aber nicht so direkt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er wusste, in dem Moment steht so viel auf dem Spiel bei der Entscheidung. Deshalb muss sie 200%ig sitzen. Ja, aber dafür haben wir doch einen Video-Assistent eingeführt, oder? Damit es fairer und gerechter wird. Ist nach wie vor. Aber ich finde, wie oft haben wir gemeckert, wenn der Schiedsrichter dann nicht rausgegangen ist und sich es angeguckt hat, weil er so arrogant, so überzeugt, was auch immer war. Und hier ist es halt der Fall, dass er rausgeschickt wird und er auch so clever ist, rauszugehen. Das muss vielleicht beim nächsten Mal nicht wieder 3 Minuten dauern, aber letztendlich wollte er es richtig machen. Und ich finde, du hast recht, natürlich beim 3-1 in der 50. guckt er sich das vielleicht gar nicht an, aber das ist seine Verantwortung. Sonst können wir diesen VAR auch abschaffen. Wofür haben wir es dann eingeführt? Aber das wäre ja fatal, wenn er sich beim Spielstand von 3-1 sich das nicht nochmal anschaut. Aber das kann er uns ja selber sagen. Ist das davon abhängig? Also ehrlicherweise kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, da wird er jetzt nicht Ja sagen. Vielleicht. Dann war es vielleicht also die letzte Schiedsrichterschalte. Die Spielminute ist nicht entscheidend. Also ein 1-0 in der 3. Minute durch einen Strafstoß ist natürlich genauso richtungsweisend wie kurz vor Schluss. Wobei sicher richtig ist, dass kurz vor Schluss die Mannschaft nicht mehr reagieren kann, die andere Mannschaft. Also zumindest nicht die Zeit hat. Aber in der 3. Minute oder in der 5. Minute macht da bei mir keinen Unterschied.